So, ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen zu einem Novum. Denn was ihr jetzt seht, ist relativ hart time-shifted. Ich plane oder ich bin gerade im Urlaub und da dachte ich, ich fange relativ frühzeitig an, euch Videos zu produzieren, die ihr in der Woche sehen könnt, in der ich im Urlaub bin. Das ist jetzt das erste davon. Das ist jetzt aber auch schon tatsächlich Ende Juli produziert. Aber ich dachte mir, das kann ja nicht schaden. Wir machen eh einen Flashback-Draft. Wir machen heute mal einen Flashback-Draft Theros Beyond Death. Eigentlich ein ganz schönes Limited-Format. Ich mochte das sehr, sehr gerne. Insbesondere aggressive Constellation-Strategien sind immer sehr, sehr gut. Wer meine geupdatete Tierlist sehen möchte, kann die unten in den in der Info zu dem Video finden. Ja, und wenn ihr das alles ganz cool findet, was ihr hier seht, würde ich mich über ein Like, also einen Daumen hoch oder ein Abo hier auf YouTube freuen. Das kostet euch nichts und supportet mich. So, und ja, wir starten jetzt einfach mal. Das ist, wie gesagt, schon bestimmt 2 Wochen her, dass ich das Video aufgenommen habe. Das ist alles irgendwie ein bisschen verrückt. Aber gut, wir gehen mal in den Quick Draft Theros Beyond Death und schauen mal, wo uns denn das alles hier hinführt. So, die Karten werden Hallöchen. Ja, also das ist ein Hoia di Carbucci. Das ist ein gutes Booster tatsächlich. Also wir haben hier Polukranos, eine der stärksten Karten im Set. Die werden wir auch nehmen, obwohl sie zweifarbig ist. Wir haben hier aber auch Fateful End, ein guter Removal Spell, ein guter grüner Ferrith Band Brawler, ein gutes grünes Top End, 4-4 fightet eine Kreatur. Ein sehr guter Removal Spell, insbesondere mit dem Flicker of Fate, sehr, sehr stark. Wir haben Transcendent Envoy als eine der Key Commons im Bereich für Constellation Decks. Wir haben hier auch noch Iroas' Blessing, auch sehr, sehr gut in Weiß-Rot-Agro zum Beispiel. Aber für uns ganz klare Geschichte: Polukranos. Schwarz-Grün, auf geht's! So, Herald of the Winds ist nicht so mega überzeugend, der ist ganz okay, aber ich sehe hier schon einen Nyx Herald. Nyx Herald, 3 Mana, 2-3 und greift als 3-4 Trampler an, weil er immer zum Beginning of Combat einer Enchanteten oder einem Enchantment-Kreatur plus 1 und Trample gibt und kann damit auch sich selber targeten. Ich hätte hier auch nichts gegen Pious Wayfarer, der sieht auch sehr unscheinbar aus, aber ist auch ähnlich wie Transcendent Envoy eine der wichtigsten Commons im Constellation Deck. Ja, und für uns, wir wollen ja schon irgendwie unsere Bombe spielen, kommen halt eher so die schwarz-grünen Karten in Frage. Wenn jetzt hier keine gute grüne oder schwarze Karte drin wäre, würde ich vielleicht hier in den Bereich unterwegs gehen, aber es sind tatsächlich drei ganz gute schwarze und grüne Karten drin, wovon Nyx Herald allerdings die beste ist. So, schauen wir weiter. Oh, ja. Stinging Lionfish ist irgendwie ganz gut in diesem Flash-Deck, blau-rot, aber das ist halt häufig nicht eins der besseren Decks. Enemy of Enlightenment hat mich bisher nie überzeugt, tatsächlich. Also, der ist halt ein 6-Mana-Enchantment, eine 6-Mana-Enchantment-Kreatur. Man muss hier berücksichtigen, Theros ist historisch betrachtet immer ein Set gewesen, was sehr, sehr viele Enchantments spielt und dementsprechend auch sehr, sehr viele Disenchants spielt. Das bedeutet, dass teure Kreaturen, die auch von Disenchants getroffen werden können, wie Enemy of Enlightenment, nochmal ein größeres Problem darstellen, weil sie nicht nur von Removal Spells getroffen werden, sondern auch von Disenchants. Ja, aber das gesagt, ist es trotzdem nicht so leicht. Also ich würde schätzen, dass die beste Karte vermutlich Heliots Pilgrim ist. Uns hier allerdings in eine dritte Farbe rein zu klamüsern, finde ich auch nicht so gut. Es bestünde die Möglichkeit, die Lampert zu spielen. Die ist relativ solide, aber jetzt auch nichts Besonderes. Andere Möglichkeit wäre, den Scrove Dancer zu picken, der tatsächlich, der wurde reworded. 2 und ein grünes Mill a Card. Schön, schön kurz. Allerdings synergiert er ganz gut mit unserem Polukranos. Das ist kein leichter Pick hier. Ich glaube, ich tendiere dazu. Ich würde hier nicht Heliots Pilgrim nehmen. Ich würde eine dieser beiden Karten nehmen. Und ich glaube, ich fange mit Lampert an. Okay. Ja, das ist nicht so cool.
Hier ist jetzt nicht so super viel drin. Ich meine, Funeral Rites kann man immer mal picken. Ich glaube, für uns, wenn wir wirklich in den schwarz-grünen Bereich gehen wollen, ist hier Elysian Caryatid die beste Karte. Tatsächlich sind hier aber auch noch gute blaue Karten drin. Ichthyomorphosis ist zum Beispiel ziemlich stark. Furious Rise ist okayisch. Ich nehme mal hier die Elysian Caryatid. Turn 3 Polukranos ist immer besser als Turn 4 Polukranos, sage ich immer. So, hier haben wir jetzt tatsächlich nicht mehr viele gute Karten im Deck. Ich, wie gesagt, Enemy of Enlightenment haut mich nicht so um. Ich nehme mir den Scholar Grove Dancer. Vielleicht. Tablen werden wir aus dem Booster nichts mehr. Die letzte Karte im Pack wird wahrscheinlich sowas wie Rumbling Sentry oder Grim Physician sein. Aber ich nehme mal den Scholar Grove Dancer. So, jetzt ist tatsächlich Schwarz-Grün wirklich. Naja, gut, wir haben Soul Reaper. Wir sehen hier, dass Rot ein bisschen offen ist, aber tatsächlich ist Soul Reaper auch noch eine ganz gute Karte. Picken wir einfach. So, jetzt wird es aber leer. Boah, wir hätten, glaube ich, 19 Blood Aspirants haben können, alleine im ersten Pack. Ist aber spannend, hier finde ich, dass Karametras Blessing noch drin ist. Eine sehr gute Karte im weißen Enchantment Deck und Transcendent Envoy auch sehr, sehr gut. Die einzige schwarze Karte hier im Pack ist Fruit of Tituros, das ist natürlich keine Karte. Ich pick mal. Welche Karte ist denn am ehesten splashable? Vielleicht Karametras Blessing? Oder wollen wir vielleicht tatsächlich noch grün-weiß gehen oder uns offen lassen? Ich nehme mal Transcendent Envoy, falls wir doch noch grün-weiß gehen wollen. Okay. Beste Karte im Pack ist Incendiary Oracle. Das heißt, also Rot ist so ein bisschen offen. Ich tendiere ja aber zu den Nexus Wardens. Wir haben halt ein sehr gutes Late Game in der Form von Polukranos. Ist eigentlich nur besiegbar mit Exile Removal. Und da können wir halt immer nochmal dann tatsächlich in Respawn sacken, vielleicht. Ich nehme mir mal Nexus Wardens. Das ist eine Karte, die uns ins Late Game bringt. Und ja. Setessan Petitioner. Ah, der hat mich nicht überzeugt. Es gab mal so eine Variante im alten Theros, Centaur irgendwas. Der war 4 Mana 3-3 und hat genau das gleiche gemacht. Der wurde sogar im Sideboard gespielt manchmal, aber hier. Ich nehme Transcendent Envoy. Ich glaube, Setessan. Obwohl, man könnte Setessan Petitioner picken und sagen: Pass auf, wir machen jetzt grün-schwarz so zu, dass du hoffentlich alles tabled. Ja, da wir gegebenenfalls Transcendent Envoy spielen wollen, also falls wir grün-weiß gehen wollen, ich werde hier nicht mehr in rot oder blau switchen. Nehmen wir mal den Hero of the Winds. Enemy of Enlightenment. Vielleicht spielen wir einen. Wow, Omen of the Sea. Ziemlich spät. Portent, okay. Ja, Rumbling Sentry. So, aber ein neuer Booster. Einmal neues Glück. Einmal Tassas Oracle. Also die einzige Karte, die mich hier annähernd, die mich überhaupt hier reizt, ist Blightbreath Katoblipass. Und die würde ich sagen, picken wir auch. Omen of the Hunt ist so, naja, Cling to Dust ist nicht die schlechteste Karte. Muss man schon sagen, ist nicht die schlechteste Karte. Aber würde ich jetzt auch nicht gerne first picken. Ich glaube, Katoblipass ist hier für uns der Pick. Damit zementieren wir uns natürlich schon eher wieder in Schwarz, aber gut. Aha. Okay. Nix. Inevitable End. Ja, kann man spielen, aber haut mich jetzt auch nicht so um. Ist vielleicht. Ich mag eigentlich Rageguard Berserker tatsächlich ganz gerne. Die Karte ist wirklich, wirklich überraschend gut, hat einigermaßen okay Stats für eine schwarze Kreatur und der Effekt ist nicht zu verachten. Kann ich mir aber vorstellen, dass der tabled. Setessan Petitioner wollte ich nicht picken, Gift of Strength auch nicht. Ich nehme einmal ein Removal Spell in der Form von Inevitable End und hoffe, jetzt kommt noch ein bisschen was. Aha, okay. Hier ist schon mal ein Hateful Eidolon. Hateful Eidolon macht im Moment noch nicht so viel, aber Hateful Eidolon ist sozusagen so ein Investment-Pick. Also man investiert früh in Hateful Eidolons und hofft dann irgendwie so ein bisschen Maya's Grasp oder Mogis' Favor oder so zu picken. Und dann ist die Karte plötzlich sehr, sehr stark. Andere Möglichkeit wäre hier eine von den beiden zu picken, aber da ich die jeweils schon einmal habe und vermutlich eine davon tablen werde, nehme ich hier lieber das Hateful Eidolon und hoffe dann auf eine von den beiden später. Agonizing Remorse ist hier der klare Pick. Tja, wird im Standard gespielt, ist keine schlechte Karte, auch hier im Limited. Insbesondere gibt es ja auch Escape-Kreaturen, die man, falls der Gegner mal keine Handkarte mehr haben sollte, auch damit dann wegbekommt. Oha, ein zweiter Kartoblipass nehme ich gerne noch mit, tatsächlich. Wir hätten.
Also Rot-Weiß wäre auch definitiv ein mögliches Deck gewesen. Aber ich bin mit dem Schwarz-Grün nicht so unzufrieden, wie es scheint. Oh, noch ein Heliots Pilgrim. So, lasst mal schauen, wie viele 2-Drops haben wir. Wir haben Lampad, Elysian Caryatid und Scholar Grove Dancer. Jetzt ist die Frage, nehmen wir den zweiten Soul Reaper oder nehmen wir lieber eine Karte, die wir auch gut sacken können in den Lampad? Also wir haben schon zwei Sack-Payoffs. Ich glaube, ich nehme mir den Piper einfach als Two-Drop noch. Grey Merchant of Kicks Your Asphodel. Yup. Sehr gerne genommen. Das ist nochmal ein schöner Pickup, der auch zeigt, dass Schwarz hier tatsächlich irgendwie doch offen ist. Sieht man auch hier dran noch. Es sieht so aus, als sei Grün und Blau von dieser Seite zu. Ich nehme mir den zweiten Soul Reaper. Nyxborn ist nicht so mega geil. Wobei der natürlich besser wird mit Grey Merchant, aber Soul Reaper ist so viel besser. Ja, rote und weiße Karten picken wir nicht mehr. Das Schiff hat weggesegelt. Aber wir nehmen Traveler's Amulet. Vielleicht finden wir noch irgendwas, was wir splashen wollen. Der passt noch ganz gut rein. Noch ein Soul Reaper. Dann ist tatsächlich die Lampet nicht getabled, aber der Soul Reaper. Das ist verrückt. So, Pious Wayfarer kommt ins Sideboard. Rapid Flames. Auch eine Karte, die man tatsächlich spielen kann. Rapid Flames, für diejenigen, die die Combo noch nicht gesehen haben, es gibt ja sowas wie Heroic. Im aktuellen Format, also immer wenn du ne, deine eigene Kreatur mit einem Spell targetest, passiert XYZ. Meistens eine Kreatur kriegst plus 1 bis 0. Oder alle Kreaturen kriegen plus 1 bis 0. Man kann auch mit Rapid Flames zwei von seinen eigenen Heroic-Karten targeten und dann eine gegnerische Kreatur. Sodass eine gegnerische Kreatur am Blocken gehindert wird und alle deine plus X kriegen. Was tatsächlich sehr gut ist. So. Hallo, Ballo. Croxa, Titan of Death Hunger. Boah, den kann ich nicht splashen, glaube ich. Hallo, Ballo, mein Freund. Oh. Titan of Death Hunger. Ja, den kann ich wirklich nur in Rot-Schwarz spielen. Das geht nicht. Also nur für den ersten Effekt ist er zu schlecht und Doppelschwarz splashen ist halt niemals eine gute Idee. Ich bin hier ganz glücklich über den Hero Fund. Das ist ein guter 4-Drop, der mühlt uns. Wir haben ein bisschen Flashback. Naja, nicht so viel Flashback. Bisher haben wir eigentlich nur Polukranos, aber vielleicht kriegen wir noch das Mogus' Favor getabled oder so. Und mit Flashback meine ich auch Escape. Aha, okay. Hier haben wir einmal noch Funeral Rites. Wir haben aber auch Relentless Pursuit. Das ist auch keine schlechte Karte. Wir haben die Lampad. Wollen wir die zweite Lampad noch haben? Und tabeln dann entweder Funeral Rites oder Relentless Pursuit, weil die beiden Karten sich sehr ähnlich sind. Ja, würde ich sagen, oder? Ja, ich glaube, das ist klar hier. Lampad. Auch kein besonders starker Pick. Bin ich auch kein Riesenfan von, aber was soll man machen? So, hier haben wir Loathsome Chimera. Die ist tatsächlich sehr gut. Also in Verbindung mit diesen Nashen Horn Beetle ist die Karte halt Wahnsinn. Also wenn man Turn 2 den Beetle legt und Turn 3 die Chimera und dann schon eine Marke auf den Beetle packt. Aber die ist auch so nicht schlecht. Und insbesondere kann man sich hier vorstellen, dass wir noch ein, zwei Escape-Karten gut gebrauchen können. Denn wenn wir unseren Graveyard mühlen, Escape ist quasi wie Card Draw. Ne? Weil man ja sozusagen die Karte aus dem Graveyard nochmal spielen kann. Faerûkha's Libation hat mich nie überzeugt. Hydroth Growth ist okay, aber wir haben jetzt auch nicht so wirklich Hexproof-Kreaturen oder sowas. Noch ein Enemy of Enlightenment. Nope. Nyxborn Colossus habe ich auch keine große Lust drauf. Man könnte über Furious Rise nachdenken. Aber auch dafür habe ich, glaube ich, zu wenig Fettklöpse. Ja. Wir haben ja extra das Traverse Amulet aufgesammelt, aber ich glaube. Tja. Was wollen wir hier haben? Also, spielen werde ich hiervon garantiert nichts. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht kann man Revoke Existence splashen. Das ist nicht das schlechteste Splash-Target. Moss Viper ist kind of okay, aber ich glaube, ich nehme mir Faerûkha's Libation. Ah, es ist ziemlich leer plötzlich. Ziemlich leer. Ich nehme mal die Ankamen für den Void Progress. Da ist noch eine Libation. Na gut. Wow. Okay. Was ist denn hier los jetzt plötzlich? Jetzt ist grün und schwarz komplett durch, oder was?
Na gut, okay. Dann werden wir uns jetzt wohl damit abfinden müssen, dass wir keine Karte mehr kriegen und uns sozusagen das Deck hiermit vollbauen müssen. Oh, die ankommen, sehr schön. Ja, das wird tatsächlich nicht das vollste Deck, was wir in Theros jemals gedraftet haben. Aber ich glaube, es ist insgesamt trotzdem okay. Ja, ich möchte insbesondere das nicht haben. So, jetzt kann man überlegen, ob man Revoke Existence wirklich splashen will. Wir haben einen Removal Spells, zwei Furrika's Libation, einen Inevitable End und einen Polukranos. Das ist, und zwei Ketobli Pass. Naja, gut, okay, das ist jetzt nicht so schlecht. Auf der anderen Seite haben wir aber auch nur ein wirkliches Enchantment, was wir auf Kreaturen packen werden. Dementsprechend ist Hateful Eidolon, glaube ich, nicht der Pick. Hateful Eidolon packt es leider nicht. Jetzt muss man sich die Frage stellen, will man hier splashen? Wie viele, wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Two-Drops. Wie viele Sorry Pa of Mogis kann man spielen? Kann man drei Sorry Pa of Mogis spielen? Ich glaube schon. Und ich glaube, wir wollen hier auch. Wenn wir Traveler's Amulet spielen, kann man vielleicht noch wirklich für Revoke Existence splashen. Weil die Sache ist die, 17 Länder und Traveler's Amulet finde ich tatsächlich ist ein Land zu viel. Man könnte Soul Guide Lantern spielen. Ich finde die nicht überragend, aber ich finde die hier irgendwie besser als Traveler's Amulet. Weiß auch nicht warum. Ich glaube, ich teste die einfach mal. Ja. Ich glaube, das wird unser Deck hier und damit sehen wir uns gleich zu den Games. So, herzlich willkommen zur Runde 1, Theros Beyond Death Draft, Polukranos.deck. Solaris 93% gegen Yigi, einer, der es noch schaffen möchte. Warum sind wir im Limited auf 93%? Das ist ja unfassbar. Wir haben eine nicht so schnelle Hand in unser Draw, aber ich denke, es ist trotzdem ein Keep. Wir haben beide Farben auf Mana. Wir haben eine Chimera, die wirkt sehr, sehr stark mit Venomous Hero Fund zusammen. Wir haben zwei Removal Spells. Ich denke, das ist ein klarer Keep. Und wir spielen gegen das Constellation Deck. Wer hätte das vermutet? Jetzt kann man ja irgendwie nur hoffen, dass er sich den so richtig fett macht hier, ne? Und wir dann einfach Libation spielen können. Ich glaube, ich möchte Soul Guide Lantern hier noch nicht spielen. Es ist tatsächlich auch häufiger so, selbst das rot-weiße Deck, das ein oder andere Mal schon eine Aura spielt, wie diese plus 1 in Vigilance Aura oder diese plus 1 in Haste Aura. Und so, dass man da schon noch Value draus ziehen kann, die Karte zu exilen. So, jetzt ist hier die große Frage. Ja, ich glaube, ich fange mal mit Removal Spells an. Kann er jetzt natürlich auch den Wayfarer einfach. Er könnte, boah, wenn er jetzt einen Omen reinflasht, wäre krass. Daran habe ich persönlich nicht gedacht, ein weißes Omen, aber ich gehe mal davon aus, ja, dass wir ja einfach Removal Spell gegen Kreatur getauscht haben. Nächste Runde lege ich den Hierophanten. Der blockt dann auch erstmal ganz schön gut. Okay. Kariatyde ist ein bisschen spät. So, mal schauen, dass wir so exilen, dass wir so mühlen. Naja, gut, ich meine, mühlen ist nie schlecht in dem Format, wenn man Escape-Kreaturen hat. Also von daher. Ja, auch die müsste ich, den müsste ich irgendwann mal removen hier, ne? Greifen wir mal als Death-Toucher an. Legen wir so einen Typen hier nach. Ich hätte mir jetzt ein Land gewünscht, tatsächlich. Land wäre natürlich richtig toll gewesen. Dann hätte man die Elysian Caryatid droppen können und dann hätte man nächste Runde Doppel-Furrika's Libation gehabt. Der Gegner scheint ein bisschen zu flaggen hier. Okay, interessant. Da passieren also Dinge. Ich glaube, ich block mal nicht. Ah, racen können wir den Pegasus tatsächlich nicht so gut. So, Attack für 6. Und dann haben wir ab nächste Runde. Also, wir werden jetzt End of Turn sehr wahrscheinlich Furrika's Libation casten.
Und dann in unserem Zug das Ganze nochmal machen. Ja, das ist das rot-weiße Deck mit. Gut, Omen. Ah, das war ein Missplay, Kai. Das war ein Missplay. Der Trigger geht jetzt auf den Stack. Ich hätte das in Response machen sollen. Yikes. Das war schlecht gespielt. Ich hätte mir ein Damage sparen können. Weil er sehr wahrscheinlich sowieso den Wayfarer sackt. Habe ich einfach hart gepuntet hier an dieser Stelle. Ja. Sehr hart gepuntet. Sacrifice doch meine Kreatur. Was darf es denn sein? Ah! Oh, dieser Life-Swing ist tatsächlich nicht so geil. Ne? Also, er hat jetzt sozusagen ein Life mehr gegeben. Er wäre auf 17 und wir wären auf 10. Theoretisch. Land ist nicht schlecht. Weil dann können wir jetzt die Chimera legen. Insgesamt immer noch für 6 hauen und haben immer noch Rika's Libation offen. Das heißt, und wir haben theoretisch nochmal so einen Card-Draw mit der Soul Guide Lantern. Gegner wird wahrscheinlich End of Turn scryen. Wir hauen aber erstmal für 6. Da kenne ich ja nichts. Oh, jetzt sieht das Ganze doch hier auch schon wieder viel angenehmer aus. Könnte das jetzt einfach machen hier, ne? Auf der anderen Seite, vielleicht hat er ja irgendwelche Enchantments. Und dann wäre es natürlich, wäre für Rika's Libation ein sehr schöner Blowout. Von daher glaube ich, es gibt wahrscheinlich nichts außer dem weißen Omen, was er mit Instant Speed reinlegen kann. Well, that's a Heliot. That's, ladies and gentlemen, is a Heliot. Jetzt ist meine Frage, ob wir ihn nicht lieber ein Enchantment opfern lassen. Und das dann natürlich vor Combat Damage. Weil dann kriegt er wenigstens keine Marke. Dann müssen wir irgendwie Sun Mane Pegasus. Kinder, das ist natürlich insane. Kann ich nicht mehr racen. Er hat das Instant Speed Enchantment. Na gut, okay. Wir sehen uns gleich zur Runde 2. So, da sind wir zurück zur Runde 2. Diesmal gegen Kaiserschnitzel. Ich hoffe, wir kriegen nicht nochmal so einen Instant Speed Blowout wie vorhin, aber ich weiß nicht, ob wir diese Hand hier halten können. Oh, wenn wir keinen Swamp ziehen, sind wir richtig bad unterwegs. Ich glaube, ich muss einen Mulligan machen. Das ist etwas besser. Auch wenn ich eigentlich nicht Turn 4 in diesem Format anfangen möchte, aber mir bleibt. Also, ich kann ja nicht auf 5 gehen. Immerhin haben wir. Ein sehr gutes Turn 4 Play und ein sehr starkes Turn 6 Play. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Leute. Zeig mir jetzt nicht die Chimäre. Das habe ich vorhin im Draft noch erwähnt. Das ist der One-Two-Punch, den man nicht besiegen kann. Zeig mir jetzt nicht die Chimäre. Sehr gut. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Also das heißt sehr, sehr schön, ne? Es ist halt jetzt nicht immer. Ist nicht überragend für uns, aber es ist okay. Oh, Kartoblepas gemüht. Schade. Wir haben nichts Wirkliches, um aus dem Graveyard wiederzukriegen. Wir haben kein schwarzes Omen gekriegt. Das heißt, der Hierophant ist eigentlich nur dazu da, um uns entweder Escape-Karten in den Graveyard zu legen oder generell Karten in den Graveyard zu legen, sodass wir escapen können. Okay, er hat auch ein Hierophanto. Legt sich auch ein Kartoblepas rein. Okay, also sehr ähnliche Taktiken hier von uns. Freakers Libation, though. Na gut. Ist nicht so verkehrt. Ich greife sogar an. Wir haben ja noch eine Libation in der Hinterhand und einen Kartoblepas. Und so unglaublich riesig wird der Nessienhornbeetle jetzt auf einmal auch nicht. Das heißt also, ich glaube, wir können hier durchaus attacken. Wir müssen hier auch attacken.
Altar of the Pantheon, okay. Der macht jetzt erstmal nicht so viel. Der liegt jetzt einfach da rum. If you control a god, a demigod or a legendary enchantment, you gain one life. Okay, das ist also noch nicht der Fall. Nexus Wardinskis. Die resolven. Geht's in den Combat. Dann greif mal an. Ich würde dich jetzt gerne eine Kreatur opfern lassen. Ich würde fast schätzen, dass er die Nexus Wardinskis nimmt. Ja, hätte ich auch gesagt. Hier blocken wir natürlich nicht. Und dann fressen wir den Nashen Horn Beetle. Und dann hauen wir wieder für 5. So. Wenn er mich denn lässt. Er ist ja schon auf 10. Und wir haben mit Soul Reaper auf Mogis into Discordant Piper sogar eine ganz, ganz nette Card Advantage Engine, würde ich sagen. Aber ich will noch nicht zu viel verraten. Also, wir haben gerade auch in Game 1 schon gesehen, dass man durch Instant Speed Omen of the Forge auch mal Heliod nicht abstellen kann. Ich glaube, es ist immer noch das korrekte Play, weil wir Heliod nicht besiegen können. Aber ja. Ach, Gegner macht auch Dinge hier. Was soll das? Warum macht Gegner Dinge? Oh ja. Wo ist Gary, wenn wir ihn brauchen? Gary Drain für 8 wäre ja schon fast lethal tatsächlich. Ich glaube, hier kann man nicht mehr angreifen. Ja, vielleicht hätte man schon noch angreifen können. Mit den beiden vielleicht. Oh. Und dann mal schnell reconnecten. Eieieiei. Mitten im Game. Ich bin gleich wieder da. So, wir sind wieder zurück. Hoffentlich ist alles noch zeitlich okay. Final Death auf den Death Toucher. Gut, dann würden wir den nochmal snacken. Gegner hat auch nur noch eine Handkarte, ne? Angreifen kann er nicht. Wir können mal, glaube ich, mit dem Katoble Pass angreifen. Wobei, das bringt nicht viel. Er holt sich den einfach wieder. Ich glaube, wir greifen mal nicht an. Ich glaube, ich snack mal den Discordant Piper und guck mal, was ich so ziehe. Genau. Lando, okay. Dann werde ich nächste Runde mal die Goat sacken. Also einen Attack hat er ja auch nicht wirklich. Und wir können ihn vielleicht sogar ausdrainen. Mal gucken. Er hat jetzt hier auch die Möglichkeit, sowas zu tun wie Loathsome Chimera zu sacken und dann halt nochmal zu replayen. Das ist natürlich auch nochmal krasser Card Advantage. Mit dem Death Toucher. Ja, ich glaube, der Block ist hier sogar okay für uns. Ja. Der Block ist, glaube ich, okay für uns. Ah ja, noch so einer. Na gut. Ja, die Karten kannst du dir gerne mühlen. Da habe ich ja nichts gegen. So, gehen wir mal in unseren Zug. Bitte nicht schon wieder die Connection verlieren, das wäre toll. Okay. Das ist nicht so verkehrt. Weil, nee, angreifen kann ich leider noch nicht. Ich ziehe jetzt mal ein Kärtchen. Der Death Toucher macht jetzt alles kaputt. Das ist ein Land. Sag ich einfach Go, was? Ich glaube, ich will hier die Soul Guide Lantern noch nicht ausspielen. Auf der anderen Seite, vielleicht wäre es auch okay gewesen, weil wir kriegen wahrscheinlich eh keinen Value aus der Lockmare, aus der Lockmare Serpent, aus der Loathsome Chimera. Einfach aus dem Grund, dass er die immer sacken und recasten kann, weil er in der Zwischenzeit auch so viel Mana hat. Bedeutet. Well, das zackt ein bisschen. Hätte ich die Soul Guide Lantern mal ausgespielt, aber nee, jetzt. Also. Diese Reihe setzt sich hier als WTF-Reihe fort, definitiv. Habe ich nicht mitgerechnet, dass die letzte Karte auf seiner Hand Aspect of Lamprey ist und die mich dann nochmal.
Ja, noch besonders hart dran nimmt, jetzt wo er 13 Karten im Graveyard hat, kommt die Chimäre halt 752 mal wieder. Man muss halt auch dazu sagen, wir haben kein besonders starkes Deck. Unsere beste Karte ist Polukranos. Wir haben jetzt gerade einen Mulligan gemacht, wir haben Polukranos noch nie gesehen. Also all das sind natürlich Dinge, die. Nehme ich doch einfach, oder? Oh, das ist nicht helpful. Der Mulligan plus dem Flut plus Dämmflutung. Meine, wir können das Life-Gain verhindern, indem wir da so einen Soul Reaper vorschmeißen und den sich selber sacken lassen. Dann kriegt Kaiserschnitzel immerhin schon mal kein Life. Aber Leute, Leute, Leute. Oh mein Gott. Erinnert ihr euch noch an den Moment, wo wir von oben hätten was ziehen müssen? Ja, jetzt sieht es nicht mehr so gut aus. Tatsächlich. Jetzt sehe ich uns eher auf dem Absteigen. Also jetzt kann ich. Nun greift er nicht mit dem Soul Reaper auch noch an, eigentlich. Das war doch. Ist nicht auch eine Maßnahme. So und so. Und dann würde ich jetzt gerne erstmal zwei Karten ziehen. Hier. Hab ich nicht. Okay. Die könnte er jetzt nicht recasten. Was bringt mir das zu traden? Auch nicht viel, ne? Eine frische Karte, aber. Eine frische Karte wird nicht viel tun. Tja. Hat jetzt tatsächlich der Discard von Aspect of Lamprey gewonnen? Na, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich hat unsere chronische Flutung verloren einfach. Das. 1, 2, 3, 4, 6, 7, okay. Na, auf der anderen Seite, vielleicht hätte ich nicht alles ausspielen sollen, weil jetzt sozusagen wir keinen Sack mehr haben. Okay. Omen of the Scry. Also, wenn er gleich mit allem angreift, haben wir hier einen okayen Block, hier einen okayen Block, hier einen okayen Block und dann können wir drei durchlassen. Das heißt, theoretisch passiert uns noch nichts, aber das One Scry on top, das macht mich nicht sonderlich glücklich. Das muss ich jetzt schon, muss ich euch jetzt schon mal sagen. Ich sehe hier die Fälle ein bisschen schwimmen, leider. Ja, ich glaube, die drei nehmen wir. Die drei nehmen wir und Kayatide blockt die Lost in Chimera, die dann wiederkommt, aber okay. Das ist kein guter Attack. Außer er hat Omen of the. Ich meine, kann ich noch um Omen herumspielen? Wow, ist der Client gerade laggy. Das ist ja Wahnsinn. Ich denke nicht, dass er angreifen würde, wenn er nicht Omen hat auf der anderen Seite. Vielleicht hat er was übersehen. Ich weiß es nicht. Vielleicht auf der. Naja, nee, ist eigentlich auch egal, weil. Spielt keine Rolle. Vergesst, was ich gesagt habe. Solange er Soul Reaper auf Morgis liegen hat. Ist ein Jump Attack ja quasi, genau. Kann er ja auch einfach immer sacken. Also von daher, er kriegt die Karte ja immer in den Graveyard. So, er ist aber schon runter auf 19, während wir uns schon wieder auf 4 hochgearbeitet haben. So nämlich. Und sein Graveyard hat nur 17 Karten. 19 Karten. Boah, schaffen wir es vielleicht, ihn zu mühlen? Oh mein Gott. Ah! Ich hätte so gern ein Spell. Noch 5 Karten in der Library. Stellt euch vor, wir hätten einen Spell gezogen. Das wäre schon geil gewesen. Gibt's zu. Ein Spell wäre schon nice gewesen. Wie viel hat er? 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 Länder da gemühlt, ja. Und er hat 8. Das heißt, wahrscheinlich hat er noch so 2 Länder am Start. Easy Attacko. Tja. So richtig viel kann ich nicht machen. Junge, ist der Client laggy. Das ist ja verrückt. Erfahrt ihr das gerade auch so? Also ist das bei euch auch so problematisch mit dem Client? Freaker's Libation. Das reicht leider, glaube ich, nicht. Gucken, was er opfert. Könnte den geblockten Hierophanten opfern. Könnte den Maya Triton opfern. Könnte Soul Reaper auf Mogis opfern, weil er will wahrscheinlich eh keine Karten mehr ziehen. Also ich glaube, Soul Reaper ist wahrscheinlich die sicherste Wahl, weil er einfach eh keine Karten mehr ziehen will. Ja, und dann müssen wir nur noch Insane Top decken. Ich weiß nicht was, weil wir sind auf 1 und er legt jetzt mindestens die dritte Kreatur nach, wenn nicht sogar noch was. Ah, oh, er hat aber nur noch 4 Karten in der Library. Hätte ich Spells gezogen. Ah, schade. Da ist die Chimera. Die würde jetzt auch noch 32 mal wiederkommen. Ah, schade. Okay, na gut. Hat leider nicht ganz gereicht. Dann sehen wir uns gleich zu Runde 3. Oh, wir sind zurück mit einer sehr schwarzen, aber durchaus guten Hand, würde ich sagen. Ja, 0-2 gerade mit dem Deck. Also es ist ein bisschen traurig. Aber hey, wir keepen die Hand. Wir haben 2, 3, 5, 6. Und Discordant Piper synergiert ja auch sehr, sehr gut mit dem Soul Reaper zusammen. Von daher, oh ja. Agonizing Remorse ist auch ein guter Pickup hier. So, wenn er angreift, würde ich hier nicht blocken, weil unser Soul Reaper blockt den ja schon einfach für umsonst. Dementsprechend. Außerdem ist die Synergie halt einfach zu gut, mehrere Karten zu ziehen mit Soul Reaper. Klar, ist ein bisschen langsam, aber. Okay, verliere ich jetzt gegen Nadir Kraken. Cool. Ich habe halt tatsächlich auch einfach kein Removal gegen Nadir Kraken, ne? Ja, ich habe kein Removal gegen Nadir Kraken. Das einzige Removal, was ich habe, ist Blightbreath Katobiplast und bis dahin ist er, keine Ahnung, 200.000, 200.050. Ja, nehme ich. Okay, Hierophanto. Der ist immer ein Deathtoucher. Bitte keine Länder. Ich will Länder durchlegen. Ja, gut, ein grünes Land. Whatever. Ziel ist es jetzt definitiv einfach Länder durchzulegen, dass wir vielleicht. Einen Augenblick, wenn ich Grey Merchant gleich lege. Der ist jetzt auch schon 4-7. 1, 2, ich lege Grey Merchant. Ne, kriege ich nicht mehr weg. Er hat ihn ja auch noch. Mein Gott. Oh, er hat ja auch noch seinen Hintern größer gemacht. Er hat ja auch noch seinen Hintern größer gemacht. Ich kann gar nicht so schnell Devotion legen, wie ich eigentlich müsste. Wundervoll. Richtig wundervoll. Okay, also haben wir noch eine Chance. Ich könnte gleich mal versuchen, mit Grey Merchant anzugreifen, in der Hoffnung, dass er mit Nadir. Er wird niemals mit Kraken blocken. Also wir haben sogar bis auf 6 durchgelegt und wir haben jetzt einen Blightbreath Katorbiplast für minus 6, minus 6. Nadir Kraken wäre ohne das Warbriar's Blessing 5, 6. Wir würden ihn also genau wegkriegen. Und jetzt haben wir den. Das ist einfach die pure Sadness. Wenn ich jetzt aber mit dem angreife, dann verliere ich 2 Devotion. Das heißt, das bringt auch nichts. Ich schaue mir mal seine Hand an. Wir können leider nicht mehr gegen Nadir Kraken gewinnen, glaube ich. Ach so, er ist aber auch casually dreifarbig. Hat 3 Islands, 3 Forests auf dem Battlefield und 3 schwarze Karten in der Hand.
Spielt aber alles keine Rolle, denn Nadir Kraken gewinnt alleine. Ja, cool. Okay. Dann lege ich einfach noch eine Devotion hin. Das bringt leider nichts. Ja, ich sag mal Go. Er hat sich gerade schon. Oh, er hat sich jetzt das zweite Mal in Swamp gemüht. Okay. Das spielt einfach leider keine Rolle. Oh, ist das traurig. Relentless Pursuit würde ihm auf jeden Fall was finden. Da ist auch schon der Swamp. Swamp Omen. Ja, gegen Soul Reaper auf Mogis und Nadir Kraken zusammen wird sowieso ein bisschen schwierig, glaube ich. Wir hätten übrigens ihm auch noch mit Polukranos fighten können. Zwischendurch mal. Aber es hat leider auch nicht gereicht. Ey, Nadir Kraken ist auch so eine verrückte Karte auf 3. Hat aber ein schönes Artwork, finde ich. Also, das kann man nicht anders sein. Das Artwork ist schon ganz nice. Funeral Rites. So, bei wie vielen Karten ist er denn noch? Aha. 9. Wenn ich mit dem angreife. Entschuldigt bitte. So. Haben wir hier eine Chance? Nee, ich glaube nicht. Spielt einfach keine Rolle, was ich mache. Das ist so lustig. Ah, block doch einfach mit dem Kraken. Oder nimm 3. Ah, macht er noch nicht mal. Ja, an dieser Stelle gehe ich hier, glaube ich, raus und erspare euch diese Qual. Ja, das war der erste Theros Flashback Draft. Oh, jetzt bin ich auch noch unscharf geworden. Das ist natürlich ganz traurig. Das war der erste Theros Flashback Draft. Ich hoffe, ihr hattet einigermaßen Spaß. Ich hatte nicht so viel Spaß. Aber ich werde jetzt diese Woche, in der ich im Urlaub bin, euch immer wieder mit neuen Matches und neuen Sachen vollballern. Bestimmt alle 2 Tage oder so kommt ein neues YouTube-Video raus. Also achtet hier drauf, drückt mir den Daumen hoch und lasst ein Subscribe da und Alerts on, dass ihr wisst, immer wenn ich ein neues Video hochlade. Ich würde mich darüber freuen. Und ja, wir sehen uns bestimmt schnell wieder. Euer Solaris. Tschüss.